Hallo und herzlich willkommen hier zum Let's Play von Grid 2. Jetzt ist jetzt steht das Finale von Europa, von der World Series Racing an. Wir fahren natürlich wieder mit dem Nissan Silvia Spec Air Arrow. Er ist gerade Joghurt-Schokolade. Wollte ich nochmal anmerken. Sehr lecker. Mal kurz was trinken. Wir haben keine Ahnung, wie das Rennen laufen wird. Konzentrier dich einfach immer auf die nächste Kurve. Ich habe noch nicht seine getrunken, aber ich krieg's jetzt einfach mal hin. In diesem Auto wirst du dich ziemlich oft seitwärts bewegen. Also ich habe jetzt gerade diese Drifts, um mit viel Schwung aus den Kurven zu kommen. Ich habe jetzt gerade noch nicht gelenkt, weil ich noch die Flasche weggestellt habe. Ja, was ich mit einer Hand noch zugemacht habe und damit gestellt habe. Du machst Plätze gut. Ja, natürlich mache ich Plätze gut. Ich bin ja auch super. Falls ihr euch fragt, diese ganze... Ich wollte es nur mal kurz anmerken, damit die Leute jetzt nicht gleich hier völlig ausrasten. Diese ganze Arroganz von wegen, ich bin der Beste und der Coolste und alles Mögliche, das ist alles nur... Ey, das ist alles nur Spaß. Also, das ist nicht ernst gemeint. Wollte ich nur mal anmerken, ne? Na, wenn ich ehrlich sagen muss, es war immer so, wenn ich als Kind, also ich war als Kind schon gut in Rennspielen, also mit 6 Jahren habe ich angefangen Rennspiele zu zocken. Ich bin eingestiegen mit Need for Speed Underground. Nee. Mit Formel 1 2004 bin ich eingestiegen. Dann kam Colin McRae Dirt, Colin McRae 2004, glaube ich. Und dann kam Need for Speed Underground 2 auf meiner ersten Konsole, der PS2. Need for Speed Underground, meine ich. Habe ich das gesagt? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Need for Speed Underground auf jeden Fall. Und es war schon immer so, dass ich immer, wenn ich mit meinen Freunden gespielt habe oder so, war ich immer der Beste. Also ich habe immer alles gewonnen. Und mich hat auch wirklich keiner geschlagen. Also ich habe jeden geschlagen, den ich kannte. Ich hab gegen niemanden irgendwas verloren. Nur gegen meinen Vater. Mein Vater hat mich immer geschlagen. Mein Vater ist der Einzige, der besser in Rennspielen ist als ich, von denen, die ich so kenne. Weil mein Vater ist einfach der Überpro. Keine Ahnung, wie der das macht, aber der... Keine Ahnung, der fährt einfach... Wisst ihr, das war einfach so... Need for Speed Underground, ich konnte dieses Spiel perfekt. Ich bin perfekt gefahren. Egal auf was von der Schwierigkeit. Ich habe immer alle Rennen gewonnen, was Story angeht. Ich bin wirklich perfekt gefahren. Und selbst wenn ich perfekt gefahren bin, er ist perfekter gefahren. Es geht zwar eigentlich nicht, aber er ist perfekter als perfekt gefahren. Er ist besser als perfekt gefahren. Und ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber er hat es jedes Mal gemacht. Ich weiß nicht, wie er das hinbekommt, aber generell auch bei neuen Spielen, wisst ihr? Bei Forza. Also er kannte Forza nicht, er hat ja nie, also er zockt nicht mehr so viel, weil er jetzt immer so viel arbeiten muss. Also er hat früher zwar auch, musste früher zwar auch viel arbeiten, aber jetzt noch mehr, weil früher hat er Schichtarbeit gehabt und heute nicht mehr, heute arbeitet er Vollzeit. Und das ist so, der zockt ja nichts mehr, jetzt nicht mehr viel, eigentlich fast gar nicht mehr. Aber neulich hatte mich Forza zocken sehen und meinte dann mal, yo, lass mich auch mal, ne? Ist so, alles klar, da ist das, bla bla, ne? Und ich sag's euch. Der hat sich 5 Minuten lang eingefahren und kannte das Spiel ja vorher gar nicht. Der hat 5 Minuten, der war besser als ich. Ich weiß nicht, wie er das hinbekommt, aber er bekommt's hin. Finde ich jedes Mal wieder unglaublich. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 21.17 Uhr. Okay, dann werde ich auch gleich die Aufnahme, glaube ich, erstmal beenden. An der Côte d'Azur hast du kaum Zeit zu blinzeln. Die Strecke ist schnell, eng und voller Gefahren. Alles klar. Sei wachsam. Werde ich sein. Ich habe also noch 9 Minuten 40 Zeit, alles klar. Ungefähr zumindest. Das heißt, ich kann eigentlich, wenn ich das Rennen jetzt direkt gewinne, kann ich das letzte auch noch machen. Und dann... Oh, ich dachte, der hat sich gerade gedreht und das ist nur wegen mir. Wäre cool gewesen. wie heißt es? Was soll ich denn jetzt sagen? Also kann ich das Rennen hier noch zu Ende fahren jetzt, wenn ich es gewinne. Und dann kann ich das letzte Finalrennen auf jeden Fall noch machen, weil dann könnten wir das Finale in der Folge hier noch schaffen.
Ich denke mal, wir werden das Finale auch in der Folge hier noch schaffen, also. Aber ich merke, dass da hinter mir einer mir ganz schön nahe kommt. Es ist Harrison Carter, natürlich, wer auch sonst. War ja logisch. Ah, das ist die Abfahrt hier, wo es jetzt gleich so steil nach links geht, ne, ja. Ay caramba, ich bin perfekt gefahren, muss ich wirklich sagen. Also das war jetzt cool. Außen überholt und perfekt gedriftet. Oh, wie geil war das denn, ey. Schon wieder so ein... Schon wieder so ein perfekter Drift und dann noch innen vorbeigezogen direkt. Oh, er war geil, ey. Ich habe heute was geschafft, ey. Das glaubt ihr mir nicht. Ich wollte es auf YouTube hochladen mit dem Wiederholungsding da, aber irgendwie hat das nicht funktioniert, weil ich gerade am Hochladen war und bla bla bla. Auf jeden Fall, ey. Boah. Ich bin so ein Rennen gefahren und bin dann kurz vorm Ziel gegen so eine Klippenkante gefahren und konnte nicht mehr zurückspulen, weil ich vorher schon so oft zurückgespult hatte. Und ich bin eben gegen diese Klippe gefahren und habe mich wirklich zweimal nach links überschlagen in der Luft. Also ich habe sozusagen eine Barrel Roll gemacht, ne? Und habe mich halt so gedreht und bin perfekt wieder gelandet und habe das Rennen noch gewonnen. War total geil, ey. Hätte ich euch am liebsten gezeigt, aber konnte ich leider nicht. Leider. Nee, ist überhaupt egal. Ich glaube, ich fress noch mal eine Runde. Zeit reicht. Zeit. Hallo. Oh, schnell essen. Schnell. Hab ich im Mund. Oh, gut. Hab ich mein Auto gepackt. Ich hab das Auto dreimal gecheckt. Nun liegt's bei dir. Ah, der uns die ganze Zeit hässlich zulabert, ist also unser Mechaniker und nicht unser Box, nicht unser Manager oder wie der heißt. Von wegen überhaupt nicht. Ich komme total scheiße voran, sonst wäre ich jetzt schon nach vorne irgendwo und nicht auf Platz 9. Ja, bleib außen. Los, übernimm seine Position. Halt's Maul. Gut, weiter so. Und hol dir den nächsten. Habe ich schon. Und jetzt mache ich nochmal weiter so. Zwei Runden zu fahren. Du bist schon am halben Feld vorbeigefahren. Ja, ist doch gut so. So, jetzt haben wir nur noch drei Leute vor uns und ich hoffe, wir schaffen das jetzt noch. Weil es könnte knapp werden, weil wenn ich mir überlege, wie weit wir hinten sind, hinter dem ersten. 4 Sekunden hinter dem ersten. Das war ziemlich scheiße. Was hat der denn da gerade gemacht? Der ist voll gegen die Wand gefahren, auf gerader Strecke. Harrison Carter war das. Jetzt kann ich direkt mit dem Schwung wieder an dem hier vorbeiziehen. Jetzt geht es direkt weiter. Jetzt haben wir nur noch Harrison Carter vor uns und den werde ich mir auch noch packen. Du bist gerade die schnellste Runde des Rennens gefahren. Okay, weiter so. Das ist alles sehr sauber bisher. Was für ein Mongo. Harrison Carter, Alter, der fährt uns erstmal voll in die Karre, Alter. Was ein Arschloch. So, das hat er jetzt davon. So ein Heslon fährt uns einfach voll ins Auto. Oh, was macht der Nissan Silvia denn jetzt? Jetzt habe ich ihn plötzlich nicht mehr so gut unter Kontrolle wie vorhin. Ich weiß nicht wieso, vielleicht lenkt er wieder in irgendeine Richtung oder so. Also vielleicht hat er wieder einen leichten Drall oder irgendwie sowas, weil eben hatte ich ihn auf jeden Fall so gut, also eben hatte ich ihn so gut unter Kontrolle und dass ich ihn jetzt so schlecht unter Kontrolle habe, das kann ich nicht wirklich glauben. Weil jetzt habe ich, ja jetzt hat jetzt, ey, wirklich, wartet mal. Ja? So, endlich. Ach Mann, ey.
Jetzt habe ich wieder übelste Arbeit zum Schneiden, weil ich das jetzt alles wieder rausschneiden muss und na toll. Ich hasse es, wenn Leute während der Aufnahme reinkommen und klopfen und... Egal, wir haben das Finale gleich gewonnen. Wow. Okay, Patrick. Das war knapp. Du hast es richtig früh auf Platz 1 geschafft. Ja. Gut. Da hätten wir das geschafft, ne? Die zweite Saison ist die schwerste. Mann, ich hab nie an dir gezweifelt. Champion der zweiten Saison. Champion der zweiten Saison, so sieht's aus. Sports Center. From a seed of an idea to the fastest growing sport today, World Series Racing has defied initial skepticism to take the motorsports world by storm in just 2 years. Toby, what's the secret behind the success? The secret, Kevin, is that it's so unique. You've got different drivers battling in over different formula. The motorsports fans are now transatlantic, the USA and Europe. The world of motorsport is now encapsulated by this. For me, I can see it only getting bigger and only gaining momentum. It's gaining momentum. And speaking of that, the rumor mill is in overdrive right now. Will we see the WSR in Asia next season? We know it's a huge market. If they crack it, there could be no stopping this promotion. Das hätten wir jetzt also geschafft. USA, Europa und als nächstes ist Asien dran. Eieiei. 709.500 Fans. Haben wir ordentlich was draufgelegt. Es scheint, als ob diese Saison unsere bisher beste wird. Wir haben die Chance, mit der WSR die Fans in Asien und im Nahen Osten zu erobern. Die ersten beiden Rennserien finden in Japan und den Emiraten statt. Triff deine Wahl. Und los geht's. Das heißt, jetzt geht's auf nach Asien. Nach Japan. Nach Japan und in die Emirate. In die Vereinigten Arabischen Emirate. Du brauchst eines dieser Autos für ein anstehendes Event. Such dir eins aus. Ich lasse es dir dann liefern. Oh, wie soll ich mir denn jetzt eins aussuchen? Bei einem Mazda AX7 und bei einem Nissan... Das sind beides so geile Autos. Und ich werde jetzt den Nissan nehmen. Ja. In Ordnung. Du findest das Auto vor dem nächsten Rennen in der Garage. Weitere Sponsoren würden gern auf deinem Auto werben. Das ist eine Bestätigung deines Könnens. Ja, gut, dann werden wir jetzt noch schnell die auswählen. Smith Optics, Potenza. Gewinn das Event Dubai-Rennen, gewinne ein Dubai-VIP-Event und gewinne ein Haruna Kuijin-Event. Gewinne eine Fahrzeug-Challenge, das ist doch gut. League wie Moli machen wir mal. Ja, bin ich mir zufrieden. Wenn wir die WSR zu einem weltweiten Erfolg machen möchten, müssen wir den asiatischen Markt erobern. Wenn uns das gelingt, wird dies die bisher größte WSR-Saison. Jo, das war's dann aber jetzt erstmal mit Grid 2. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich weiß gar nicht, in welche wir sind, wir denn 13 oder 14. Auf jeden Fall haben wir jetzt die USA und Europa erobert und jetzt geht es auf nach Asien. Ciao und bis zum nächsten Mal.